2-0 für die Bundesliga. Das heißt, erstes Heimspiel. Aber das erste Auswärtsspiel haben wir schon richtig in den Sand gesetzt. Die Holsteiner 1-6. Dann hat man das letzte Mal so eine Packung kassiert, Fragezeichen. Auch hier tut man sich zu Beginn richtig schwer. Ein Doppel ganz klar verloren. Alexander Fleming und Matthias Danzer. Das andere im fünften Satz dann doch mit 11-7 oder so nach Hause gezippelt. 1-1, die ersten Einzel, Alex Fleming, die Nummer 1, der Hebeler. Kommt langsam in Schwung, hatte den schlechteren Start. Gegen einen der beiden Pivots, Pivot, beide Linkshänder, immer unangenehm. Es ist der leicht schwächere, der aber eventuell bald mit seinem Bruder gleichziehen könnte. Schauen wir mal, was sich da entwickelt. Schiedsrichter Richard Jörg Bügel-Herz.
Club des Tüchtigen sagen natürlich die Hilfolsteiner, klar. Für Alex auf jeden Fall ganz wichtig, dass er diesen Satz nach Hause bringt. Da ist dann schon, hoffen wir jetzt mal, der Zahn ein ganz klein wenig gezogen, obwohl Laurenz Groß natürlich ein Kämpfer ist vor dem Herrn, der sich nicht so schnell geschlagen hat, auch wenn das Ende des zweiten Satzes ziemlich unglücklich war. So, und hier gehe ich mal raus. Wenn ihr den dritten Satz sehen wollt, googelt Fleming de Vos 2023 09:17, und zwar Laurenz de Vos mit dem Bruder, der spielt nebenan.